Mein Name ist Werner Randecker und ich bin Mitglied im Moderatorenteam der Dettinger Stiftskirche. Zum Gottesdienst am heutigen Sonntag Rogate darf ich Sie an Ihren Bildschirmen sehr herzlich begrüßen. Rogate auf Deutsch betet. Und der Wochenspruch für die neue Woche lautet: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Da muss doch einer persönlich sehr positive Erfahrungen mit dem Gebet gemacht haben, wenn er sich eine solche Aussage zutraut. Der Psalmschreiber lobt seinen Gott, weil er weiß, dass sein Gebet in seiner jeweiligen Lebenssituation geholfen hat. Und ich bin überzeugt davon, dass es viele Menschen gibt, die mit ihrem Gebet dieselbe Erfahrung gemacht haben. Gott, der Vater aller Menschen, will uns helfen und wartet auf unser Gebet. Vor ihm dürfen wir sein, wer und wie wir sind. Unvollkommen und oft sehr hilfsbedürftig. Gottesdienst feiern heißt, eintreten in die Gegenwart Gottes und mit offenem Herzen und leeren Händen ihm begegnen, um dann von ihm beschenkt zu werden. Und so feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir rufen gemeinsam zum Herrn mit Worten aus Psalm 130. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme.
Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Amen. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Wir beten weiter. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir an diesem Sonntagmorgen als deine Kinder, die du liebevoll umsorgst, die du im Blick hast und segnest. Herr Jesus Christus, ein Leben mit dir darf gelingen, weil du die Fäden unseres Lebens in der Hand hältst. Ein Leben mit dir darf erfüllt sein, weil du reichlich austeilst. Herr Jesus Christus, ein Leben mit dir darf bewahrt bleiben, auch wenn in dieser Welt das Böse noch Macht hat und immer wieder Macht über uns gewinnen will. Herr Jesus Christus, bei dir wollen wir uns bergen, unser Leben dir anvertrauen und sicher sein. Amen. Über das Gebet singen wir nun ein Lied, das in diesen Tagen ganz neue Aktualität bekommt. Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein Gebet. Viele von uns machen sich Sorgen, wie das weitergeht und was noch alles auf uns zukommt. Wir möchten uns miteinander daran erinnern, dass wir mit all unseren Anliegen zu Gott kommen können. Er hört dein Gebet, er hört auf dein Gebet, er versteht, was sein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet. Wir freuen uns, wenn Sie mitsingen.
sein Kind bewegt. Gott, hör dein Gebet. Wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht, hört er dein Gebet. Wenn die Sonne sinkt und die Welt vergeht, hört er dein Gebet. Liebe Gemeinde, das ist schon eigenartig. Eigentlich müsste das Ergebnis ja gleich ausfallen. Aber wenn man eine Umfrage machen würde, glauben Sie an Gott, erhält man deutlich weniger Zustimmung, wie wenn man fragt, haben Sie schon einmal gebetet? Wie gesagt, eigentlich müsste das Ergebnis gleich lauten, aber das ist absurd. Ich bin überzeugt davon, dass signifikant mehr Menschen beten, als an Gott glauben. Gebet, das kennt fast jeder in irgendeiner Form. Hier im Gottesdienst haben wir viele unterschiedliche Gebete. Die Psalmen, das stille Gebet, das Vaterunser kennt fast jeder. Tischgebete, Gute-Nacht-Gebete oder auch die beliebten Stoßgebete. Ganz zu schweigen von der verschiedenen Zahl unterschiedlicher Gebetshaltungen. Alle diese Gebetsarten und Haltungen haben ihre Zeit, ihre Berechtigung und ihr Gutes. Aber worauf kommt es denn nun an beim Beten? Wie sollen wir beten, wenn wir uns mal ganz bewusst darüber Gedanken machen? Uns Zeit nehmen, über das Gebet nachzudenken. Vielleicht gerade jetzt in der Corona-Krise, wo so manches zum Stillstand gekommen ist. Wo Angst und Sorge im Raum stehen, Einsamkeit und Isolation, Ungewissheit im Blick auf die Zukunft. Diese Frage, wie man richtig betet, die hat schon Jesus und seine Jünger beschäftigt. Und deshalb gibt Jesus in der Bergpredigt einige Hinweise dazu. Matthäus 6, die Verse 5 bis 15. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. In diesem Abschnitt gibt Jesus uns Hinweise darauf, wie wir beten sollen, was beim Gebet wichtig ist, worauf es ankommt. Als erstes springt uns hier ins Auge, es kommt darauf an, den Vater zu suchen. Auffällig häufig erwähnt Jesus in diesen 16 Versen den Vater. 6-mal, genauso oft wie das Wort beten vorkommt. Vom 2. bis zum letzten Vers zieht sich dieses Wort durch den ganzen Abschnitt. Und ganz prominent steht es am Anfang des Vaters Unsers. Wenn wir beten, kommt es also darauf an, was oder wen wir suchen, nämlich den Vater. Jesus geht wohl davon aus, dass es Leute gibt, die beim Gebet eigentlich die Menschen suchen. Sie wollen gut dastehen als fromme Leute. Bevor wir das weit von uns weisen, müssen wir uns diese Frage gefallen lassen. Wen suchen wir eigentlich, wenn wir beten? Gerade wir Frommen bekommen ja immer wieder den Vorwurf, alles nur Schau. Die wollen nach außen fromm angesehen werden, sind's aber nicht von innen heraus. Ich gehe mal davon aus, dass wir so nicht sein wollen. Aber was die Leute über uns denken und sagen, das ist uns dann doch nicht ganz so unwichtig. Also zumindest, wenn ich von mir selber ausgehe. Wenn man im Gottesdienst vor allen so vorne steht und betet, dann kommt schon auch mal der Gedanke auf, wie das auf andere wirkt. Oder in einer Gebetsgemeinschaft, wie sieht es da aus? Da gibt es ja diese flüssigen Marathonbeter auf der einen und die stotternden Kurzbeter auf der anderen Seite. Und diejenigen, die sich gar nicht trauen zu beten, weil sie nicht wissen, wie sie es in Worte fassen sollen, weil sie Angst haben, sich zu blamieren. Wen suchen wir mit dieser Einstellung? Apropos Gebetsgemeinschaft, geht das überhaupt, wenn Jesus sagt, wir sollen im stillen Kämmerlein beten? Ich meine, es geht dann, wenn wir so beten wie im stillen Kämmerlein. Nicht in dem Sinn, dass wir unsere intimsten Dinge vor dem Vater ausbreiten, sondern darin, dass wir in unserem Gebet den Vater suchen. Ganz bei ihm sind und nicht bei den Menschen. Denn Beten ist ein Reden des Herzens mit Gott, wie schon Martin Luther erklärte. Es ist Beziehungsgeschehen zwischen mir und meinem Vater im Himmel. In diesem Zusammenhang fällt mir die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ein, wenn die Kinder im Teenie-Alter sind. Da werden ja die Eltern plötzlich ganz peinlich in der Öffentlichkeit. Wenn Freunde dabei sind, dann redet man kaum noch mit den Eltern. Umarmung geht gar nicht. Und Küsschen ist ganz schlimm. Die Teenies tun dann so, als hätten sie nichts mit diesen alten Spießern zu tun. Und manchmal ist ja ihr Verhalten zu Hause auch ähnlich. Aber dann gibt es diese ganz besonderen Momente. Bei unseren Kindern geschah das immer mal wieder beim gemeinsamen Essen oder auch vor allem beim Gute-Nacht-Sagen. Da bricht dann plötzlich diese coole Fassade weg und das Herz des Kindes kommt zum Vorschein. Die ganze menschliche Sehnsucht nach Liebe, nach Angenommensein, nach Vergebung, nach Geborgenheit, nach Verstandenwerden. Ein bisschen was von diesem Teenager-Verhalten tut uns in unserer Beziehung zum Vater im Himmel
ganz gut. Nicht nach außen tragen, aber dann ganz privat, ganz innen, das komplette Herz ausschütten. Alle Sehnsucht, allen Weltschmerz vor den Vater bringen. Und das genau mit den Worten und mit der Stimmung, in der wir uns gerade befinden. Ein anderes, was wir immer wieder suchen mit unserem Gebet, ist die Wunscherfüllungsmaschine. Ich meine, dass Jesus das mit denen zum Ausdruck bringen will, die, wie er sagt, viele Worte machen, um dadurch Erhörung zu erreichen. Die Gott so lange in den Ohren liegen, bis sie das bekommen, was sie wollen. So wie das Kind im Einkaufswagen, das so lange quengelt, bis die Eltern ihm das geben, was es sich wünscht. Aber es geht beim Beten eben nicht darum, etwas zu suchen, sondern den Vater. Und dabei ist es doch wunderbar zu wissen, dass wir nicht lange alles erst erklären müssen, dass er uns versteht, dass er weiß, wie wir denken, wie wir ticken, wonach wir uns sehnen. Vor allem auch dann, wenn wir es nicht richtig in Worte fassen können. Wir dürfen bei unserem Vater im Himmel munter drauf losreden oder auch nur stammeln oder ein stilles Gebet sprechen. Egal, wie wir uns ausdrücken, er versteht uns. Und er weiß, was uns fehlt. Unser Vater im Himmel weiß, was gut für uns ist, was wir wirklich brauchen. Und er freut sich, wenn wir zu ihm kommen mit dem, was wir auf dem Herzen haben, wenn wir ihn suchen, die Beziehung zu ihm. Noch eins gehört zu dieser innigen Beziehung zum Vater, den Jesus sogar auch mit Papa, Abba anreden kann. Dass wir uns für ihn und seine Anliegen interessieren, dass wir ganz bei ihm sind. Und bei dem, was ihm wichtig ist. Denn das ist doch auch wichtig und gut für uns. Es ist auffällig, dass Jesus bei seinem Modellgebet, bei dem Vater unser, nicht mit unseren Dingen beginnt, sondern mit dem, was den Vater angeht. Es geht zuerst um ihn, um den Vater, um seinen Namen, um sein Reich, um seinen Willen. Und das relativiert zugleich unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Anliegen. Das bringt uns weg von unserer Situation, hin zum Vater, in seine Arme. Beten, das ist zuallererst den Vater suchen. Und dann die Vergebung suchen. Es ist spannend, dass das Wort vergeben genauso oft vorkommt wie Vater und beten, nämlich 6-mal in unseren Versen. Für Jesus ist Vergebung elementar, auch und gerade beim Gebet. Es zeigt sich hier, dass Sünde und Schuld in erster Linie darum schädlich sind, weil sie die Beziehung stören. Sie unterbrechen vor allem die Beziehung zu unserem Vater im Himmel und die zu unseren Mitmenschen. Wenn diese Verbindung unterbrochen ist, dann gehen unsere Gebete und unsere Bitte um Vergebung ins Leere. In diesem Zusammenhang muss ich immer an die Geschichte denken von den 2 Brüdern, die mein Vater einmal erzählt hat. Es waren 2 Brüder und die haben sich einfach einmal so zerstritten, dass sie nie wieder mehr miteinander geredet haben und keinen Kontakt mehr hatten, ihr ganzes Leben lang nicht. Schließlich wird der eine krank. Es stellt sich heraus, dass er wohl bald sterben muss. Da schickt er zu seinem Bruder die Botschaft: Bitte komm zu mir. Ich muss mit dir reden. Wir müssen uns versöhnen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Die Antwort des Bruders lautete: Ich habe noch viel Zeit. Wissen wir denn wirklich, wie viel Zeit wir noch haben? Oder
Können wir uns vorstellen, in dieser Haltung vor unseren Vater im Himmel zu treten und ihn um Vergebung zu bitten? Oder gar einmal so nach unserem Tod vor unserem Vater im Himmel zu stehen, ihn um Barmherzigkeit anzuflehen und unsere Fehler zu vergeben, dass er uns in den Himmel lässt? Wenn wir uns das vergegenwärtigen, dann merken wir, warum Jesus hier so hart ist und sagt, wenn ihr nicht vergebt, wird euch euer Vater im Himmel auch nicht vergeben. Und deshalb bete ich diese Zeile des Vaterunsers, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, nicht nur als Aussage, als Absichtserklärung, sondern vor allem auch als Bitte. Da nehmen diese Worte den Sinn an und hilf mir genauso auch, meinen Schuldigern zu vergeben. Denn vergeben, das können wir nicht allein, nicht aus eigener Kraft, je nachdem vor allem, was uns andere angetan haben. Suchen wir im Gebet die Vergebung für uns selbst, dass Gott uns vergibt und dass wir auch anderen vergeben können. Erlauben Sie mir noch ein drittes zu nennen, was beim Beten wichtig ist, wie wir beten sollen, worauf es ankommt. Dass wir die Vollendung suchen. Die Vollendung suchen. Gerade im Blick auf die Vergebung, aber auch wenn es um Versuchung, um das Böse oder gar den Bösen geht, dann merken wir, dass vieles eben nicht so ist, wie es sein sollte. Dass wir selber und unsere Welt nicht dem entsprechen, wie der Vater sich's gedacht hat. An diesen und vielen anderen Stellen zielt das Vaterunser auch hin auf die Vollendung. Darauf, dass das Reich des Vaters in seinem ganzen Umfang anbricht. Dazu bräuchte es nicht einmal den letzten Abschnitt, denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit und die Kraft in Ewigkeit. Amen. Dem ursprünglichen Text zufolge kamen diese Worte nicht durch Jesus ins Vaterunser. Sie wurden später aus dem Alten Testament angefügt. Aber selbst ohne diesen Schluss richtet das Vaterunser unseren Blick weit über dieses Leben und über diese Welt hinaus. Auf eine Zeit, in der der Name des Vaters wirklich geheiligt wird. In dem sein Reich voll angebrochen ist in allen Bereichen, in der sein Wille uneingeschränkt geschieht, in der keine Schuld mehr ist, keine Versuchung, kein Böses und kein Böser. Insofern ist Beten immer zugleich auch Hoffen. Hoffen auf den Vater, der diese Welt und seine Kinder einmal vollenden wird. Und Anbetung des Vaters, der das auch wirklich hinbekommt. Dem wirklich das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit gehören. Und das wird er durch seinen Sohn Jesus Christus vollenden, in dem das alles schon angebrochen ist, besonders seit Ostern. Suchen wir im Gebet die Vollendung, erhoffen wir sie, glauben wir sie, sprechen wir sie dem Vater zu. Worauf kommt es beim Beten an? Wie sollen wir beten? Was ist da besonders wichtig? Den Vater suchen, die Vergebung suchen, die Vollendung suchen. Amen.
Wir beten. Himmlischer Vater, Jesus Christus, du hast uns gesagt, wie wir beten können. Zu dir dürfen wir kommen mit allem, was uns auf dem Herzen liegt. Weil du uns so grenzenlos liebst, bitten wir dich, wende dich uns zu und allen Menschen, die dich brauchen. Begegne uns, sorge für uns, kümmere dich um uns. Als derjenige, der uns helfen, schützen und bewahren kann. Als derjenige, der uns tröstet und ermutigt. Sei besonders denen ein guter Vater, die ihren leiblichen Vater vermissen oder in schwieriger Beziehung zu ihm leben. Wir bitten dich, heile du Vater-Kind-Beziehungen, die hier auf Erden und die von uns Menschen zu dir. Wir rufen dich an, Herr, erbarme dich. Du siehst unsere verletzten und zerbrochenen Beziehungen. Untereinander, zu dir und zu deiner Schöpfung. Weil du grenzenlos vergibst, bitten wir dich. Vergib, wo wir andere enttäuscht, verachtet, verletzt oder verurteilt haben. Vergib, wo wir gehandelt haben, ohne die Folgen unseres Tuns zu bedenken. Vergib, wo wir deine Gebote missachtet und nicht in deinem Sinne und nach deinem Willen gelebt haben. Wir bitten dich. Vergib uns unsere Schuld und hilf uns durch deine Liebe und Barmherzigkeit, andere ebenso zu vergeben. Wir rufen dich an. Herr, erbarme dich. Vater im Himmel, du siehst unsere Unvollkommenheit und nimmst dich dennoch unserer an. Du hast ein Ziel für jeden von uns und baust dein Reich für uns und mit uns Menschen. Du suchst unermüdlich unsere Nähe. Öffne unsere Augen, zu erkennen, was du für uns tust, getan hast und was du willst, dass wir tun sollen. Wir bitten dich, lass deinen Willen in uns, in unserem Land, in deiner Welt geschehen. Gebrauche uns dazu. Wir rufen dich an. Herr, erbarme dich. Im Himmel, du siehst alle Kranken, Sterbenden, Trauernden, alle verzweifelten und einsamen Menschen. Wir bitten dich, tröste sie. Berge sie in deiner Hand und stelle ihnen Menschen zur Seite, die helfen für sie da sind. Wir rufen dich an. Herr, erbarme dich. Weil wir eine weltweite Kirche sind, die über die Grenzen hinaus zusammengehört, beten wir das Gebet, das du uns gelehrt hast und das die ganze Welt umspannt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bist du uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist, deine Herrschaft soll kommen. Alle Ehre deinem Namen.
Empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.